Ein Vorrat schadet nie. Das muss der Boden aus Metall sein, von dem die Tenacht sprachen. Sieht aus wie eine Brutstättentür, aber anders. Die lässt sich nicht hacken. Wenn ich anders reinkomme, finde ich bestimmt Daten zur Überbrückung neuer Maschinen. Nehme ich mit. Dieser Spalt ist riesig. Als wäre die Erde schnell aufgebrochen. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Wo sie wohl hingeht. Das muss die Brutstätte sein, die ich von oben nicht erreichen konnte. Wahrscheinlich auch das Erdbeben.
Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Thank you.
Damit komme ich vielleicht hoch zur Lüftung. Ich muss nur den Kern freilegen und die Überbrückungen holen.
Maschinenüberbrückungen. Ständige Überbrückungen. Scheint Platz zu sein. Vielleicht kann ich mich durchquetschen. Geschafft. Das mache ich kein zweites Mal. Diese Lüftungen helfen mir hinüber, wenn ich es richtig abpasse.
Weg hinüber ist nach oben.
Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ich kann hören, wie der Kopf repariert wird. Kopf sitzt. Der ist wieder ganz. Der Metallarm hält ihn fest. Wenn ich den Langhals überbrücke, könnte ihn die Schockwelle losreißen. Gehen.
wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist auch nicht übel. Gemacht von Hephaestus. Thank you.
Mir hat mal jemand gesagt. In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit. In den verbotenen Westen.